Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Es geht weiter auf der Bahn. Wie ich es ja im letzten, im 16. Video schon angesprochen habe, ist es ja so, dass der Beginn der Landschaftsgestaltung jetzt irgendwo Einzug erhält. Die Gleise sind ja verlegt soweit. Und jetzt muss ich mir Gedanken machen, wie kann ich arbeiten. Wie will ich jetzt mal kurz erklären? Ich kann ja nicht unter meiner Platte unten drunter, um eventuelle Störungen zu beheben oder entgleiste Züge irgendwo rauszunehmen oder irgendwelche anderen Wartungsarbeiten vorzunehmen, mal hier so einen Weichenantrieb auszubauen oder sowas. Deswegen muss ich mir Gedanken machen, wie kann ich eine tolle Landschaft generieren und gleichzeitig auch die Wartungsfreundlichkeit auf meiner Anlage zu gewährleisten, dass ich einfach da noch später arbeiten kann dran. Und da habe ich mir jetzt Gedanken gemacht, jetzt habe ich hier hinten, in der linken hinteren Ecke, da komme ich also am schlechtesten ran. Das wird also ein Bereich sein, den ich mit zuerst bearbeiten werde, landschaftstechnisch fertig machen werde, sodass ich da hinten nicht schlecht rankomme. Also nicht hier in der Mitte, das ist völlig in Ordnung. Es geht wirklich hinten links um die Ecke, wo wir gerade das gesehen haben mit diesem kleinen Holzspießchen drauf. Und da kommen wir jetzt übrigens gleich nochmal hin, da sind wir schon. Diese Ecke geht's hier. Da komme ich also wirklich schlecht hin. Da muss ich wirklich einen sehr, sehr langen Arm machen. Und da habe ich jetzt eine Papierschablone mir auf diese Grundfläche aufgepiekt, das Ganze hier übertragen auf so eine Styrodurplatte, das Ganze zurechtgeschnitten. Das habe ich euch jetzt mal erspart, weil ich sag mal, wie man Styrodur schneidet, das brauche ich keinem zu erzählen. Ich habe mittlerweile auch einen Styrodur Heißdrahtschneider da kann ich das Ganze besser bearbeiten und so weiter, aber das ist ja egal. Hier haben wir jetzt übrigens gesehen, wo später der Bereich sein wird, dass ich, wenn ich die Landschaft abheben möchte, werden praktisch diese oberen beiden Platten, die im Vordergrund da sind, die kann ich ja so abnehmen. Das werden wir auch gleich noch sehen, sodass ich immer an die Züge rankomme, die da praktisch auf dem kleinen Wendelstück, was unten drunter ist, was da nicht schwarz gestrichen wurde, dass ich also Zugriff drauf haben kann. Das ist mir also wichtig, weil ich komme ja sonst gar nicht hin. Wenn mir da was entgleist oder wenn irgendwas passiert, komme ich nicht hin. Also diese beiden Teile hier kann ich abnehmen. Die sind mittlerweile auch verklebt und alles fertig gemacht. So dass ich immer wieder in diesen Bereich, der jetzt frei ist, da hinten reingreifen kann, um eventuelle Störungen zu beheben. Welche Form auch immer. Also dieser Bereich hier, der jetzt mit dem Pfeil dargestellt wird, da kommt auch später übrigens eine Wand dahinter, also am Ende der Fahrstrecke sozusagen, die an den beiden Teilen, die ich gerade abgenommen habe im Vorfeld, unten dranhängen werden. Das heißt, wenn der Zug da wirklich mit Karacho mal entgleist, dann fährt er bloß gegen so ein Styrodur-Teilchen und nichts passiert. Und ich kann das, wenn ich es vorsichtig abnehme, jederzeit entnehmen und komme da auch ran. Oben an der Strecke, was jetzt hier gerade durch meine wunderschönen Wolken verdeckt ist, aber das kennt ihr, das sehen wir auch gleich wieder. Genau die Strecke, die wir da sehen, wo jetzt das davor gelegt wird, da fährt der Zug nicht in einen Tunnel rein, sondern er verschwindet sozusagen mal ein Stückchen hinter der Landschaft und taucht dann hinten einfach wieder auf. Weil ich habe mir so ein bisschen als Credo gesetzt, ich möchte gar nicht so viel Tunnelportale auf meiner Strecke haben. Ich mag das nicht wirklich, wenn du manche Anlagen siehst, vielleicht hast du auch so eine, wo man überall nur Tunnelportale sieht und das mag ich nicht wirklich. Und deswegen versuche ich Lösungen zu finden, wie auch übrigens jetzt hier an dem oberen Bahnhof, dass man auf der rechten Seite, da wo ich jetzt da ein bisschen male, noch ein bisschen weiter rechts, dass ich dort auch den Zug zwar in den Portal fahren lassen muss, weil er kann ja nicht einfach in der Landschaft verschwinden, aber das Ganze so mache, wie man das vielleicht von der S-Bahn aus Berlin kennt oder aus anderen Städten, wo die mehr so gleitend in den Untergrund reingehen. Also nicht mit dem Tunnelportal im Berg reinfahren, sondern es soll in der Landschaft mehr oder weniger verschwinden. Ja, hier mache ich jetzt das Ganze fest, dass auch hier keine Züge, wenn hier mal, obwohl da wahrscheinlich erst hätten, was die Gleise mit, aber kann ja überall mal was passieren, auch nicht dahinter fällt. Deswegen die Sperrholzplatte hinten dran. Und hier probiere ich jetzt aus, wie ich danach oben das Ganze ausbauen werde, weil der Bahnhof kommt dann ja da vorne dran. Und ein bisschen Vorplatz. Das ist praktisch dann oberhalb von der Strecke, die wir da jetzt umbauen werden. Ja, hier habe ich bloß mal kurz gezeigt. Man muss nicht immer nur Sperrholz kaufen. Man kann also alles recyceln, was man irgendwo so findet. Das war eine alte Gemüsekiste, die habe ich aus der Kaufhalle mitgenommen und habe das dann alles aufeinander gebaut. Und da habe ich viele Sperrholzteile gehabt. Obwohl ich genug da habe, auch gekauft die jetzt, so eine Sperrholzplatten da, die ja mal 4 oder 5 Stück verschweißt sind. Aber warum denn? Ich meine, das sieht sowieso kein Mensch.
Also kann man auch ältere Sachen mitverwerten irgendwo auf der Platte. Der Yogi, der hat mich ja auch schon mal angeschrieben mit Recycling-Zeugs. Das finde ich sehr interessant, da was er dann mit den Tabakverpackung da macht und sowas alles. Aber ja, ich bin auch für. Also man kann ruhig Sachen durchaus irgendwo wiederverwenden, weiterverwenden. Ja, hier habe ich es noch ein bisschen geklettet. Ich habe das zwar an meiner Dekopiersäge alles gesägt, an der Bandschleifer schön gerade gemacht, aber wenn man das dann verbaut, dann sieht man doch noch ein, zwei Stellen, deswegen habe ich das gemacht. Das ist jetzt die Probe, da soll praktisch die Holzleiste oben dran kommen, später, was dann so da aufliegen kann. Und hier auf der rechten Seite, dort wo praktisch das aufhört, da baue ich jetzt gleich eine weitere Platte mit dran. Die hat halt die Besonderheit, dass da ein Stückchen frei bleiben muss, das sehen wir nachher noch, weil ich muss da eventuell später mal ran. Da ist praktisch ein Weichenantrieb, der dahinter immer mal so rausblitzt, wenn man so guckt, wo das Signal eben war, da im Hintergrund. Den zeige ich nachher aber auch nochmal. Und dieser muss auch, oder ja, ob ich es jemals brauchen werde, ich weiß es nicht, frei sein, dass ich da mal reingreifen kann, dass ich da mal was richten kann, dass ich da vielleicht ein kleines Führungsdraht einhängen kann oder irgendwas in der Form machen kann. Ja, deswegen ist die Schablone, vieles macht man ja da freihändig. Das wird ja sowieso in der Dekopiersäge dann nochmal nachgesägt und nachgeschliffen, sodass das dann irgendwo alles kein Problem geben soll. Da hinten sehen wir diesen kleinen Messing, die kleine Messinghülse, die ja oben die Weiche antreibt. Der Antrieb sitzt ja noch eine Etage tiefer. Aber wenn da was ist, möchte ich durchaus an die Stelle rangreifen können. So, das Ganze jetzt noch festgetackert. Das ist also für mich die beste Wahl übrigens. Ich nehme da keine Nägelchen oder das klebe ich auch nicht an der Stelle. Das kann man durchaus mit einem Elektro-Tacker, macht sich ja doch am besten, irgendwo bewerkstelligen. Das gleiche an der linken Seite, da sehen wir ja auch diesen Weichenantrieb unten drunter. Der ist ja für die Weiche hinten links da, ne? Die da oben links zu finden ist. Und der sitzt also hier, auch da denke ich mal, gut, den baue ich jetzt gerade zu. Und naja, gut, man kann nicht alles nur abnehmbar machen. Es muss ja auch irgendwo, oh, vielleicht mache ich es noch, ich weiß es nicht. Da bin ich ganz ehrlich, das kommt beim Bauen bei mir, so wie ich es auch hier gerade geschrieben habe. Viele Sachen, die entstehen, wenn ich was baue, dann mache ich mir Gedanken drüber. Also ich habe hier die wenigsten Sachen, die ich irgendwo auf dem Reißbrett schon mal mir angezeichnet habe. Selbst die ganze Strecke ist ja entstanden, zumindest der Teil, den wir jetzt hier sehen, aus dem Stegreif raus, so wie ich mir die Gleise zusammengesteckt habe, wie ich gesagt habe, okay, das könnte so passen. Dann habe ich alles so gemacht und eine Probe gefahren. Aber da gibt es ja genug Videos schon dazu, die ich da irgendwo gedreht habe, wo man das Ganze sich angucken kann. Wenn du es nicht anguckt hast, guck gerne mal rein. Die sind ja alle hier irgendwo verlinkt und dann kannst du da gerne mal reinschauen. Ja, so sieht das Dach jetzt von dem Vorplatz aus sozusagen. Da geht nachher die Landschaft weiter. Das sind jetzt noch die abschließenden Bilder dazu. Ich danke dir erstmal wieder fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht es wieder weiter, wahrscheinlich oben mit den Halbgebäuden, wie ich eigentlich versprochen hatte für die Sendung schon, oder für die Sendung sage ich schon, für das Video. Aber schau einfach wieder rein. Kommt alles noch. Bis später, dein Aquapinter aka Audi. Tschüss.